kroatische Grenze. Ja. Schauen wir mal, wie so der Grenzübertritt funktioniert. Kroatien hat ein Mautsystem, ähnlich wie Italien. Man zieht ein Ticket, wenn man auf die Autobahn drauf fährt, steckt das dann wieder rein, wenn man runterfährt, und bezahlt die gefahrene Strecke. 100 Kilometer kosten wohl um die 6 Euro. Passport, nee, wir sind EU-Bürger. Wir fahren einfach. Ach, tatsächlich Grenzkontrollen. Okay. Oder? Tatsächlich unsere erste Kontrolle auf der Reise. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier beim Übertritt zwischen Slowenien und Kroatien tatsächlich kontrolliert werden. Aber naja, man hat kritisch unsere Pässe bzw. Ausweise beäugt und uns dann durchgelassen. Jetzt kommen wir hier wohl, ja, ich weiß nicht, ob das hier noch zur Grenze gehört oder ob das jetzt schon so eine Art Mautstation ist. Ne, sieht noch grenzmäßig aus. Naja, geht doch ein bisschen, wie sagt man, Kalter Krieg ähnlicher zu. Ach, in Europa. Mautstation. Ach, da kommt die Mautstation, selbstverständlich. Ja, wir sind inzwischen an unserer heutigen Ziellocation angekommen, den Plitvicer Seen, im kroatischen Nationalpark. Wir haben hier unsere Unterkunft, sieht für kroatische Verhältnisse hervorragend aus, außen wie innen. Ja, aber doch super große Dusche. Ist ja für Leute wie mich nicht ganz unentscheidend. Sauber. Passt. Never. Abendbrotzeit in Kroatien. Da hier die Gegend eher dünn besiedelt ist und es mit Restaurants nicht so gut aussieht, haben wir uns hier quasi bei unserer Pension den Golden Lake Rooms verköstigen lassen. Und das wiederum sieht sehr gut aus. Also wir haben hier eine kroatische Fleisch- bzw. Fischplatte. Es gab gerade schon Suppe und hier gibt es noch zusätzlich Salat. Ich denke, da werden wir wohl ganz gut satt werden. Und die Qualität sieht auch sehr gut aus, alles homemade. Auch noch ein Dessert zu geben, wenn ich der Anordnung des Beschlecks glauben kann. Vielleicht gibt es auch noch ein Dessert. Es ist leider immer noch grau und nass und neblig. Das perfekte Wetter zum Wandern gehen. So, die erste Etappe legen wir mit dem Schiff zurück. Jetzt ist das Wetter nicht wirklich besser geworden, aber immerhin regnet es. Das ist nicht der tiefste Punkt, wir werden es später noch sehen, wenn wir bis zu dem P3 gehen. Jetzt müssen wir zu der Seite, dort werden wir absteigen und man kann schon sehen, dass ein anderes Boot kommt. Wir werden auf dem großen Boot warten und dann auf dem großen Boot einsteigen, bis zu dem P3 langsam fahren. Okay? So, Plitvicer Seen. Ja, durchaus schön ist es, ja, wie man hier hinter mir sieht. Es sind also verschiedene Seen, die so terrassenartig angeordnet sind und dann so durch Wasserfälle verbunden. Das ist tatsächlich sehr malerisch. Was noch dazu kommt, ist, dass das Wasser hier eine sehr schöne Farbe hat, so türkisgrün bis blau und unglaublich klar ist. Also man kann hier wirklich bis auf den Grund gucken. So, das im Hintergrund ist also der große Wasserfall des Plitvicer Parks, wie ich finde. Äußerst sehenswert und ein extrem lohnenswertes Fotomotiv. Solltet ihr mal im Nationalpark Plitvicer Seen sein und fotografieren wollen, nehmt ND-Filter mit und rutschfestes Schuhwerk. Das ist definitiv zu empfehlen, weil man hier auch immer mal ein Stückchen in den Wald rein muss, um einen guten Spot zu finden. Aber es lohnt sich. Sehr schick. Ja, wir sind also tatsächlich 7 Stunden lang, ja, von um 11 bis kurz vor 6, durch den Nationalpark Plitvicer Seen gewandert. Ich muss sagen, das letzte Mal, dass ich am Stück so viel gewandert bin, war in Nordamerika. Aber es war ähnlich schön, was natürlich ein bisschen fragwürdig ist, ist genau jetzt in dem Moment, wo wir wieder am Auto sind und die Abfahrt quasi antreten, die Sonne rauskommt. Naja, wie es halt häufig so ist. Aber wir hatten wirklich einen sehr schönen Tag. Ich denke, es sind auch sehr schöne Fotos entstanden. Wenn dem so ist, werde ich an dieser Stelle ein paar einblenden. Ja, und kann das jedem nur empfehlen. Also wer in Kroatien ist, der sollte sich auf jeden Fall den Nationalpark Plitvicer Seen anschauen. Das ist, denke ich, ja, zu Recht der als am schönsten bezeichnete Nationalpark in Kroatien. Super. Und jetzt geht's weiter Richtung Dubrovnik an die Küste zu unserer nächsten Station.
Ja, und für Leute mit Höhenangst ist das hier nicht unbedingt was. Denn hier führt ausschließlich diese Treppe mit dem etwas wackeligen Geländer und rostigen Metallstufen nach oben. Ich hoffe, die Aussicht entschädigt dafür.